eingetroffen. Guten Tag. Wie sind Sie denn hier hingekommen? Mit Ihrem Hundi? Ja, seid ihr zu zweit gefahren? So, erstmal, ne? Ich weiß nicht, ob der werte Herr ein BH hat, aber wenn dann schnüffeln wir mal eine Runde. Ach Gott. Ich habe sogar einen Koffer. Können wir den nehmen? Warndreieck. Ah, guck mal. Hätte mal aufstellen können. Oh. Erstmal wenden. 5 Minuten sollten reichen. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Ja, ja. Das sagst du aber auch in jeder Schicht, mein Mäuschen. Nicht kippen! Leck mich im Arsch! Da hatte ich gerade ein bisschen Bange, leck mich am Arsch. Ja, ich tritt ja drauf. Ich muss mich nur kurz an der Nase kratzen. Oh mein Gott. Ich mal wieder am Steuer, weißt du? Zum guten Glück fahre ich noch nicht ein Real-Life-Auto, also. Blaulicht aufs Dach und ab durch dieses Wohnviertel, ey, leck mir am Arsch. Hoppala, das war ein Bahnübergang. Ich denke mal, da kommt auch noch was mit einem Zug oder so. Könnt ihr mir gut vorstellen. Die ganz großen Einsätze, auf die freue ich mich. Oh Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Nee, nee. Mit dem Ölbinden können ausgelaufen werden, Triebstoffe, bla 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 bla. Ja, genau! Alter, wie weit wollt ihr uns noch schicken? 1,5 Minuten sind schon vergangen. Ja, locker, das schaffen wir aber. Da vorne müssen wir gleich rechts lang. Erstmal wieder berühmte Abkürzung nehmen. Nee, nee, da ist nichts Schlimmeres passiert. Der hat nur eine Gehirnerschütterung. Ein gebrochenes Bein. Gebrochener Genick. Gebrochenes Genick und so. Nee, nee, der geht's ganz gut. Ah, dann schlaf doch. Ich fahr ganz vorsichtig. Wach auf, wach auf, wach auf. Ah, ich mach kein Scheiß hier. Schön mit dem Kopf gegen das Fenster, duck. So, Brunsdorf. Nee, das ist der Hauptstadt. So, jetzt sind wir dann gleich wieder beim Spital. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit. Im Hospital. Krankenhaus nennt man das auf Deutsch. Spital ist Schweizerdeutsch. Wir nennen das Spital. Keine Ahnung, warum das so heißt. Oder warum das in der Schweiz so genannt wird. Ich finde das immer so geil, wenn man in den Ferien ist auf Mallorca. Oder im deutschsprachigen Raum und die Schweizer möchten dann den Deutschen deutsche Wörter beibringen, wie zum Beispiel Küchenschrank heißt bei uns Kuchikastli. Kuchikastli. Ach ja. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Ja, ich mal. Und wir haben schon Nacht, Freunde. Uhrzeit 21.50 Uhr. Boah, die Schicht kann aber noch lange dauern. Und jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Deprimierende Laune hier.
Das nächste Fahrzeug ist das TLF-2, das wir bekommen werden. Bis dahin habe ich nämlich gespielt. Offscreen. Wollte eigentlich zunächst nicht aufnehmen, weil ich so viele Projekte noch am Laufen habe. Anno 1701 ist mit der Aufnahme abgekackt vom nächsten Szenario, deswegen ist da ein bisschen Pause. Aber ich denke mal, dass wir da ein Endlos-Spiel-Szenario starten. Dann möchte ich auch noch City Skylines, das habe ich jetzt auch mal angezockt. Ich wollte das eigentlich anfangen mit euch, aber ich konnte nicht abwarten. Ich habe ein Let's Play davon gesehen, ich finde das ziemlich geil, das City Skylines. Zirpende Grillen. Grillierende Zirpen. Was? Entschuldigung. So, ich hoffe, wir schaffen das noch. Also, weißt du, ohne Unfall da diese Schicht zu beenden. Sonst können wir nämlich gleich wieder von vorne anfangen. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ja, sind wir. Stimmt das? Naja, ja, ja, geht. Wir haben einfach noch das Licht an. So, haben wir nämlich keine Batterie mehr. So, ich gebe ab. Kommst du mit, Süße? Nee, die kommt nicht. Schade. Pass doch auf! Entschuldigung! Ich muss ganz, ganz dringend aufs Klo, weißt du? Hi! Hallo. Hi. Wie Hallo. Geht's? Ganz gut, wenn du mich mal durchlassen würdest, dann ging es mir besser. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst durch die Tür. Hi. So. Wie geht's? Ganz gut, und hier? So, dann schlafen wir mal. Mal gucken, was unser nächster Einsatz ist. Wir haben 2 Uhr, wir haben 3 Uhr. Einen Einsatz kriegen wir noch rein wahrscheinlich, oder? In dieser Schicht? Nein, wir haben gut geschlafen. Kein Einsatz kam. Ganz ruhige Nacht. Entschuldige. Ja, kein Problem. Ich weiß ja nicht, wofür du dich entschuldigt hast. Ich geh mal in die. Na, Freunde, alles klar bei euch? Du hast aber auch geschleckte Haare, ey. Ah, machst du ganz brav, mein Junge. Boah, ein großer Drucker. Florian 5 aus Kunsdorf kam eine Alarmierung rein. Geht sich runter. Eine Person ist keine Absicht. Passt auf euch auf. Florian 5. Wir passen auf uns auf. Einsatz angenommen. Aus Brunsdorf. Moin. So. Jetzt mal ganz gut geschlafen. Jetzt erstmal wieder ein Einsatz. Na, komm. Und ab geht's. Wieder auf die Piste. Die da, die da, die da. Meine Güte. Was hier wieder los ist. Wir können ja, wenn wir zurückfahren, mal in die First Person. Nicht in die Ego-Perspektive, sondern in die First Person. Also jetzt beim Auto, natürlich nicht bei unserem Charakter. Es wäre ja noch geiler, wenn man unseren Charakter sogar noch bekleiden könnte. So mit verschiedenen Feuerwehranzügen. Das wäre ziemlich nice. Wenn man da so eine Garderobe hätte. Wow, und da ruckelt es wieder ein bisschen. Immer nach dem Ladebildschirm ruckelt es da ein bisschen. Frame-Einbrüche. So, Pissdorf. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Da vorne liegt da. Ah, nehmen wir mal mit. Das gute Paket. Weiß gar nicht, wo ich den hinstelle zu Hause. Wahrscheinlich neben dem Fernseher. So.
Warum war Ego-Perspektive hier? Was machst du eigentlich, Freund? Du bist ein scheiß Mongo. Nein, da geht's zur Autobahn, da wollte ich gar nicht hin. Das heißt wieder, wir hätten uns zu sehr aus dem Dingens bewegt. Ah, aus dem Einsatzgebiet. Alter, sieht schon geil aus, ne? Naja, tut gut. So. Loading, das Standrohr. So. Dass das Auto auch anhält, wenn man hier wieder neu joint. Das ist so ätzend. Ja, und jetzt da oben noch in die Hauptstadt. Da kommen wir, glaube ich, von der anderen Seite, kann das sein. Nicht von der Picknickseite her. So, jetzt müssen wir da gleich... Dann nehmen wir die Abkürzung. Die kleine. Lol. Okay. Na, jetzt... Ah, schöne Kratzer wieder ins Fahrzeug gemacht. Sogar, ich habe jetzt gerade unten geguckt. Hier müssen wir ins Fenster gucken, hinten. Da sieht man sogar die Füße von diesem Patienten da. Ist ja geil. Wäre ganz geil, wenn da auch noch Rettungsdienst Feuerwehr Brunsdorf darauf gestanden hätte. Irgendwie Rettungsdienst oben und Feuerwehr Brunsdorf unten. Weißt du? Aber man kann nicht alles haben. Oder auf der Seite Rettungsdienst oder so. Aber, naja. Jetzt sind wir ja gleich da. Es wird morgen. Wie man sieht, die Sonne geht auf. Mein Herz geht auf. Applaus, Applaus. Wenn ihr Themen habt, die ich bereden könnte in diesem Let's Play, dann schreibt das in die Kommentare, dann habe ich was zu quasseln. Ansonsten ist es langweilig. Also für mich jetzt. Nicht unbedingt, aber vielleicht für euch. Wenn ihr da wieder nur Zug sehen könnt. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Na, jetzt. Melde den Einsatz hiermit ab. Das wollte ich. So, unsere Geschichte hier ist eigentlich schon zu Ende. Jetzt aber schnell zurück. Das hintere Blaulicht, ne? Sieht aus wie so ein aufgeblasenes blaues Kondom, das da oben steht. Entschuldigung. Ah, so ist besser. Ach ja. Tanken könnten wir eigentlich noch.